Du redest heute komplett. Du machst heute den Daddy. Du redest gar nicht heute. Du bist voll das Unterhaltungsmonster. Dass ein DRL-Moped kommt. Ich bin voller Redner. Ja. Der fährt er nämlich gleich. Er ist doch Landtagswahl bald. Das anfehlt. Ist das nicht über die Werbeplakate in Duisburg schon? Kein blassen Schimmer, was wir sagen sollen. Nein. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Ja, aber hoch motiviert. Ja. Ja. Okay. Weißt du, was wir danach sagen? Nö. Machen wir das genauso. Machen wir immer weiter. Also 3, 2, 1 und so was? Ja, Sigi. Ja. Aber richtig motiviert. Ja. Ja. Nicht so ein Mozzi. Okay. 3, 2, 1. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Hallo. Ja. Heute sehr motiviert. Heute Special. Ja. Ja, wir sind nämlich vorm schwarzen Umhang, Vorhang. Können wir schön Special Effects ändern. Was machen wir heute? Warum seht ihr unsere Hackfressen heute eigentlich? Ja, hat folgenden Grund. Wir sind bald in Berlin und mischen die Turnierszene auf. Wir sind am 1., 2., nee. Richtig, das Tag der Deutschen Einheit Wochenende. Ja, da ist das, wie heißt denn das? GIMS Tournament Tag Team auf Doom Vernichtungsturnier. ja, ist gesponsert bei White Ferry. Ja, war schon auf hier. Diesen Weg schon schöne Grüße an die Jungs. Ja, richtig. Wir wollten einfach mal antreten und ein Wochenende machen, schön Bierchen trinken, ein bisschen spielen, Currywurst essen und einfach mal 500 Kilometer quer durch Deutschland fahren. Ja, viel Spaß. Ist ein Teamturnier mit jeweils 1000 Punkten. Wir dürfen aber nur ein Detachment spielen, ansonsten spielen wir nach Cabletop Masters System, glaube ich. Genau. Ja, das ist kein Telefon, was ihr da im Hintergrund hört. Das hört auch gleich nicht auf. Gut, wir machen einfach weiter. Scheiß drauf. Teamturnier, 1000 Punkte. Dennis spielt Mechanicum und dann wird es richtig freaky, weil wir spielen ein, wie heißt das, verzweifeltes Verbündnis. Ja, ja richtig. Ja, haben wir festgestellt. Nachdem 6 Zoll und so dürfen wir nicht stehen. Sonst, ja, weil ich spiele Tau. Ist uns im Nachhinein, nachdem die Listen final waren, dass mir aufgefallen mit, oh, das geht ja, also es geht schon, aber es ist... auch halb so schlimm bei uns, weil ihr werdet gleich unsere Listen sehen. Die sind ziemlich groß, oder? Wie viel haben wir? Übersichtlich. Also, findest du? Ja, ist schon eine Masse, aber ihr werdet gleich sehen. Also, ja, also ich glaube, ein Spielzug dauert bei uns bestimmt eine halbe Stunde vom Bewegen. Nein, warum machen wir das Ganze? Wirklich einfach nur zum Abschalten. Wir wollen natürlich hochgehen, mal gucken, wie unsere Armeen ankommen, optisch, Armeeaufbau. Mal ein Turnier dran teilnehmen, einfach mal, wir werden euch zeigen, wie alles da oben abläuft, wie mal Turniere aussehen können. Was noch? Eigentlich nichts weiter. Einfach vielleicht, mal. Wenn die Jungs Bock haben, eventuell von den Leuten, also Ataxas, White Fairy, Leute, die Bock haben, eventuell mal ein kleines Interview oder einfach mal zusammen was aufzunehmen. Ja. Ansonsten einfach Spaß haben. Ja, also wenn ihr das Video jetzt seht, ist es tatsächlich erstmal ein Teaser, dass wir da hochfahren. Unterwegs nehmen wir schön für euch auf, das heißt, es werden noch 2-3 Folge Videos kommen und gucken wir mal, was dabei rumkommt und halten euch auf dem Laufenden. Livestream wird es nicht geben von unseren heldenhaften Spielen, glaube ich. Wir sind auch nicht gerade die turnierkrassesten Typen und so weiter. Ihr wisst ja auch, dass ich erst ein paar Monate spiele, deswegen ist da jetzt nicht so viel zu erwarten, aber ich streng mich natürlich an. Ja, ja, somit kommen wir jetzt zur Armeevorstellung und sagen euch, was wir uns dabei gedacht haben bei diesem Scheiß. Alles klar. Scheiße, ey. Echt die Kacke zeigen gleich. Ja. Unsere Armeen zeigen wir. Ja, warum denn nicht? Sagen, das ist der neue Turnierstandard. Genug. 2000 Punkte, Junge. Verflucht. Jo, da sind wir. Armeevorstellung. Damit werden wir in Berlin antreten. Das sind unglaubliche 2000 Punkte. Ganz viele Einheiten. Ihr werdet die gar nicht zählen können. Ich habe sogar weniger Einheiten als Dennis. Fangen wir bei dir an, oder? Ja, machen wir mal. Können wir gerne machen. Du kennst deine Armee ja auswendig. Ich weiß gar nicht, was ich spiele. Ja, Sigi. Also, im Prinzip ist das ein ausgemaxtes Elimination Maniple. Da habe ich der Einheit von den Castellans, also 3 Castellans gegeben. Die sind ausgerüstet mit ihmchen Doppelphosphor. Er ist Doppelphosphor. Er hat einmal Phosphorblaster, die Synchrofäuste und oben noch einen Flamer. Dann habe ich dir noch 2 Datenschmiede gegeben als Mietschild im Prinzip, damit ich da die ja einen 2er Rüster haben. Mhm. Und den Tech Priest habe ich auch noch angeschlossen, der dann immer schön fleißig repariert.
Und in der hinteren Fraktion habe ich einen Dreier-Trupp Graf, die mit alle Sekundärwaffen sind Phosphor und die ja, alles Graf. Und hinten haben wir dreimal Phosphor als Sekundärwaffe und einen Flamer. Hat von den Punkten nicht anders hingehauen. Und ja, im Prinzip kennt ihr ja, Elimination Manipul ist, wenn die Phosphor-Kniften von den Castellans eine Wunde durchkriegen in einer Einheit, schießen die ganzen Graf-Typis alle Deckung ignorierend. Ja. Meistens spielen wir ja immer gegen Einheiten, die Doppel-Jink haben und so weiter und das gar keine Anwendung findet. Ja. Ja. Du hast noch eine Maske bei, oder? Oder hast du die schon erwähnt? Nee, die musste ich entfernen. Ach, die hast du doch entfernt? Ja, okay. Punktetechnisch. Ja, okay. Sonst hätte also ich nämlich die Maske des Alpha Dominus noch mitgenommen, okay. Aber die hat leider nicht reingekommen. Also sieht man seine hässliche Hackfresse einfach, keine Maske auf. Okay. Ja, nee. Oh Mann, Junge. Okay, also Graf, Spam des Todes und ein Todesblob, der nicht wegzukriegen ist, eventuell. Höchstwahrscheinlich, also Mehrheitsregel. Wir haben schon festgestellt, gegen Elder Knights ist das schon eine gute Medizin. Gegen Imperial Knights müsste man natürlich gucken. Ansonsten lassen wir einfach auf zukommen. Ja. Also Graf ist eigentlich immer ganz nützlich. Ja, ich meine, wir wissen ja aus Testspielen, am Ende wird immer nicht viel übrig bleiben, außer dieser Todesstern hier. Geht noch größer, aber bei 1000 Punkten muss das reichen. Mehrheitsregel sagt hier an, dass er einfach gegen die Robots geschossen wird, wie Widerstand 7, 3 Lebenspunkte. Solange die natürlich die Datenschmiede nicht sterben. Ja. Kommen wir zu den Verbündeten oder den verzweifelten Verbündnis. Lange gerechnet, viel gespielt, auch ein paar andere Sachen gemacht, aber schlussendlich zu einem Extremen gekommen, weil eigentlich bei uns tatsächlich erstmal die Optik zählt, wie es aussieht. Ziemlich freaky. Ich habe das Retributionsgardere genommen. Ist nichts anderes als zwei Storm Surges mit einem Ghost Gear. Die Liste ist nicht schlecht, also ist extrem, weil ich krieg nicht viele Punkte rein, weil ich muss den Storm Surges unbedingt den Retter mitgeben, der ist verflucht teuer mit 50 Punkten. Dementsprechend kostet, wenn ich mal auf die Punkteliste gucke, habe ich keinen blassen Schimmer, weil es mir gerade nicht anzeigt. Aber als einer kostet knapp 415 Punkte. Ich habe auch die Bewaffnung oben, die Titan-Killer-Waffe gelassen. Die ist eigentlich, schlechter kann man nicht sagen, aber weniger gespielt und schwieriger zu spielen, weil du dadurch schlechter verankern kannst. Sie hat nämlich die Option, auf Reichweite anders zu schießen. Das heißt, sie schießt, wenn ich mal jetzt mal nachgucke, 20 bis 30 Zoll Stärke 9 Durchschlag 5, 2 5 Zoll Schablonen. Auf 10 bis 20 Zoll schießt sie Stärke 10, Durchschlag 3, 2 3 Zoll Schablonen. Und alles unter 10 Zoll wird mit zwei Schuss Titanenkiller beschossen. Ansonsten das Übliche neben dieser Bewaffnung ist noch zweimal, also ein schwärmer Raketensystem synchronisiert, dann die 4W6 Schuss normale Raketen. Einen habe ich grundgelassen mit dem Flamer. Den anderen konnte ich 5 Punkte, die 5 Zoll Schablone, ich weiß gerade gar nicht, Flaschetten wäre was anderes. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das hat er. Dann haben wir noch den Ghost Keel, der hat Fusionsblaster, also wirklich gegen Fahrzeuge ausgerüstet. Der soll auch nach vorne gehen, weil die Formation ist interessant, wenn er in 12 Zoll zum gegnerischen Modell steht und die beide würden auf das Modell schießen, haben die synchronisiert automatisch, weil er in der Nähe steht. Ansonsten hat die Formation noch eine coole Sonderoption, nämlich wenn beide Storm Searches auf ein Ziel feuern, dann darf in der nächsten Runde das Ziel nicht rennen, nicht Turbo boosten und halbiert tatsächlich noch die Angriffsreichweite. Wenn wir wissen, halbiert, da haben wir also normale Angriffsreichweite ist ja im Schnitt 7, 8 Zoll und dann nur noch 4. Könnte halt interessante Geschichte werden. Ja, also quasi, sie werden schwierig zu spielen sein, besonders wir müssen auch noch diese 6 Zoll Abstand halten, weil wenn wir das nicht tun, muss jede Einheit von uns würfeln und bei einer 1 agiert sie in dieser Runde nicht. Dadurch, dass wir aber nur, wie viele Einheiten haben wir? Du hast 3 kombiniert, weil dein Kriegsherr da drin ist. Ich habe 3. Müssen wir halt einfach nur ein bisschen Abstand halten. Sollte eigentlich funktionieren und wenn nicht, dann würfeln wir einfach und entweder bleiben wir stehen oder es funktioniert. Ja. Missionen. Schießen wir mal eine Runde gar nicht und sagen, mach doch. Genau. Missionen sind auch bekannt. Das Turnier, ich werde gucken, dass ich das im Video verlinken kann. Nämlich auf GW Fanworld das einmal, beziehungsweise auf T3 Turniere kann man das Turnier finden. Soweit ich weiß, sind sogar noch ein paar Plätze frei. Ansonsten, wer gerne mal zum Turnier nur vorbeischauen möchte, um uns zu sehen, die Leute zu sehen, die dieses Turnierformat sehen wollen, ja, seid herzlich eingeladen. Ja,
Ansonsten, Kommentare sind gerne erwünscht, also ruhig drunter schreiben, was ihr von unserem Konzept haltet. Wie würden eure 1000-Punkte-Formationen aussehen? Wie gesagt, es darf nur eine Formation sein für 1000 Punkte, also ein Detachment, eine Formation alleinstehend wie das. Ihr könnt spielen, was ihr wollt tatsächlich, aber halt nicht kombiniert. Ja, aber zu sagen, Dennis, nö. Wir werden ich voll denke, auf die Fresse geben, bekommen, oder so. Oder so. Ja. Also wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben. Aber ich denke mal, für uns wird wahrscheinlich wohl eher der Spaß im Vordergrund stehen. Auf jeden Fall. Aber trotzdem moschen wir trotzdem ordentlich rein, hoffe ich. Noch eine kurze Anmerkung zum Schluss. Das, was ihr hier seht, sieht zwar schon nett aus, wird aber aktuell auf letzten Drücker noch gepimpt. Das heißt, wir haben jetzt noch anderthalb Wochen Zeit, da noch das Maximum rauszuholen. Ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar Best Painted abräumen können. Nominiert, denke ich, werden wir auf jeden Fall. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen. Junge, ja, richtig. Das klingt schon ziemlich, nicht arrogant, aber es klingt schon sehr selbstbewusst. Aber mal gucken. Wäre eine interessante Geschichte, wenn wir es kriegen. Wenn nicht, sind wir nicht enttäuscht, weil wir treten nicht hauptsächlich deswegen an. In diesem Sinne, haut rein, oder? Ja. Tschüss.